herzlich willkommen im Namen des österreichischen Kulturzentrums hier in Palipalfi. Ich freue mich ganz besonders über die Künstlerin Frau Lanner, dass die Ausstellung bei uns zustande gekommen ist. Wir haben uns seit 2 Jahren hier im Haus auf zeitgenössische Kunst spezialisiert, haben seit 15. Jänner 2011 das Phantastenmuseum, das Internationale im zweiten Stock. Die Bilder von den Themen und von den Abbildungen wird man einiges sehr Ähnliches bei uns im Museum finden. Und kurz vielleicht nur zur Künstlerin, ich habe sie kennengelernt so vor circa 3 bis 4 Wochen. Und man sieht, sie ist sehr energisch und sehr fleißig und bestens vorbereitet. Wir machen im Museum circa 20 Ausstellungen im Jahr mit verschiedensten Künstlern, aber ich muss sagen, so gut vorbereitet wie die Frau Jan. Frau Lanner war keiner davor, so viele Fragen habe ich noch nie beantworten müssen. Meine Kollegen können das bestätigen beim Aufhängen, es muss alles sehr genau sein, aber es hat sich gelohnt. Wir haben eine wunderbare Ausstellung hier. Ich wünsche dazu Ihnen viel Erfolg. Und ich habe vorher kurz mit der Frau Rogers gesprochen. Sie hat gemeint, die Sterne stehen gut. Volles Haus. Dass viele Leute kommen. Die nächste Frage war, dass uns immer interessiert, dass das Galerie, wie schaut es mit dem Verkauf aus? Übrigens, da hinten gibt es einen Verkaufstisch, das ist hauptsächlich. Also ich bin froh und freue mich und wünsche Ihnen viel, viel Erfolg für die Ausstellung. Heute gibt es eine ganz besondere Sprechstunde, die mich wirklich die Frau Lanner angerufen hat oder ihr Manager und hat mich gebeten, auch hierher zu kommen. Ich habe gesagt, schicken Sie mir doch mal ein Video über von ihr. Na, ich habe das gesehen, es kam der Wassermann, hat sofort mein Herz erfreut und ich habe gar nicht mehr lang nachgedacht. Ja, da komme ich. Das ist so toll, das ist so schön. Ich habe viele Ausstellungen schon gesehen, wo die Sternenbilder irgendwo künstlerisch dargestellt wurden. Aber ich muss wirklich sagen, ihre ist ganz besonders. Und darum freue ich mich wirklich, dass ich heute hier ein bisschen dabei sein darf. Ja, Sie als Künstlerin, sagen, ich hätte wirklich gewusst, welcher Stern hat Sie dazu berührt oder die Inspiration gegeben? Die Inspiration, ja, das war mein Vater. Die Inspiration war es war der Anlass, war der 50. Geburtstag meines Bruders und wo ich mir dachte, was schenke ich ihm zum Geburtstag? Und ich dachte mir, wenn ich ihm ein Bild schenke, freut er sich besonders. Ich kann es ihm nicht schenken, aber ich habe den Wassermann als erstes Sternzeichen für ihn gemalt, sozusagen. Und bei seinem Geburtstag waren sehr viele Gäste und jeder war eigentlich begeistert von dem Wassermann. Von dort an hatte ich keine Ruhe mehr. Wann werden die Sternzeichen fertig? Und somit waren die Sternzeichen geboren. Ob ich wollte oder nicht, sie mussten gemalt werden. Und ich musste mir dazu etwas überlegen. Nein, es war ein Herzenswunsch von mir, figurativ zu malen. Und ich habe mir diesen Wunsch erfüllt und kein schöneres Thema gefunden als die Sternzeichen. Ja, also ich würde sagen, Sie haben uns mal ein bisschen in eine mystische Welt geführt. Sie ist mystisch, aber doch sehr realistisch erkennbar. Und ich muss sagen, das fasziniert mich schon, wenn man hinkommt, ich will ja wissen, ach, das ist ein Wölbe, das ist ein Stier. Also ich will schon ein bisschen was erkennen. Ja? Nur kurz vielleicht mag ich nicht. Aber wie ich da hereinkam in den Raum, und war ja, vor allem was mich so fasziniert habe, hat die Farben. Sie haben das so in wunderbaren, weichen, goldenen Erdfarben umgesetzt. Sie selbst sind ja eine Löwedame, wie ich weiß. Und normalerweise ist ja der Löwe etwas forscherkräftig. Aber bei Ihnen ist das schon interessant, dass man das getan hat.
Mein Leben ist eigentlich von Anfang an und immer, das war ich immer schon, sehr erd- und naturverbunden. Und aus dieser Erd- und Naturverbundenheit entstehen eigentlich alle meine Dinge. Ich lege sehr großen Wert darauf, bei den Arbeiten eben mit der Erde, mit dieser Verbundenheit zu arbeiten. Man sieht das auch in den anderen Bildern. Das ist eine Ausnahme, das ist die Millennium-Serie, ja? Das ist die Jahrtausendwende, das ist ein ganz ein eigener Zyklus. Aber in den anderen Bildern erkennt man meine Verbundenheit zur Natur, zur Mutter Erde, und das bedeutet mir eigentlich sehr, sehr viel. Und das sind die Farbkompositionen, die sich dann heraus ergeben können. Ja, und Sie haben ja auch die vier Elemente, glaube ich, gut runtergebracht. Wasser, Erde, Feuer, Luft. Und ich glaube, dann starten wir mal ein bisschen los. Wir machen heute ein bisschen eine andere Ausstellung, nicht das Runtersagen. Ich war ja Sängerin oder durfte Sängerin sein bei der Chorvereinigung in Wien unter der Leitung von Leo Lehner. Und wir haben damals den lachenden Tierkreis gesungen. Und da Jung Wien heißt auswendig singen, ja, sind mir diese Texte bis heute noch in Erinnerung. Und beim Malen, wenn ich malte, ja, fielen mir da Textpassagen von Walter Maria Neuwirth ein. Und somit beflügelte das mich in meiner Malerei. Es war halt anders. Ne? Wenn ich an den Fisch zum Beispiel denke, dann heißt es hier, was sie machen, wie sie es machen, ihre 100 Siebensachen, sieht man nicht und hört man kaum, denn sie sind im nassen Raum. Jeder Fisch wird oft verkannt, sauber, geistvoll und galant schlittert er durchs Erdenland. Ja, manchmal sehr schön. Also der Fisch, das haben Sie ganz toll umgesetzt. Erstens die Farbe. Zweitens der See, die ewige Sehnsucht der Fische. Die leben ja in ihrer doch etwas rhetorisch und sehr fantasievollen Welt und tun sich sehr schwer, wenn man sie in die harte Erde zurückholt. Fische sind ja, wie Sie richtig gesagt haben, sehr philosophische, sehr künstlerische Menschen und auch sehr soziale Menschen. Die leiden immer mit anderen so mit und momentan sind die Fische ein bisschen durch den Mars, ein bisschen schwimmen sie hin und her, aber jede Fische, wenn Fische anwesend sind, es wird nicht mehr lange dauern, ab Juli, dann geht es bei den Stallberg auf, dann wird der liebe Fisch zum Heilfisch und dann werden viermal sagen, hier bin ich. Und jetzt noch ein bisschen das Wolkenstein, aber zur Zeit ist etwas dunkel bei den Fischen. Aber ich muss wieder sagen, toll umgesetzt, die Sehnsucht, hier immer die Gefahr, die Ängste, schaffe ich es nicht. Kompliment. Danke. Wir haben auch den Stier. Das Erdzeichen. Das Erdzeichen ausgelegt in die Abwehr. Ja. Beim Stier heißt es, der Stier bin ich, sagt kühn sein Blick, dann brüllt er. Ja. Voll Willenskraft und wittert und wirft sein Haupt zurück, ist eingeschüchtert Ochs und Kuh und mancher andere Ochs noch dazu in stummer Erwartung zittert. Die Stierfrau ist so wie sie soll, gar gründlich und charaktervoll. Also was wäre mir an dem Bild am besten, ist ja erstens die Farbe, diese Erdtöne, passt ja auch so ein bisschen schwer. Zweitens, sicherlich gesungen, auch doch die erholten Bewegung reinzubringen und diese Berufsfigur, sind ja die Stiere, sind die Erdzeichen, sind die Familienbewusstsein Sternzeichen. Ich sage auch immer zu den Damen, wenn sie einen Mann wollen, der für sie sorgt, für die Familie, sucht sich einen Stiermann. Sie sind wirklich, muss ich sagen, absolut ehrlich, absolut verlässlich und ja, hin und wieder ein bisschen stur, aber man kann sich auch nicht umgehen mit den Stieren. Und momentan sind die Stiere durch den Ruck, das sind sowieso die Aufsteiger. Also alles, was sie momentan tun wollen, tun sie es. Es wird ihnen gelingen. Und viele Stiere verheiraten, viele fangen an, sich beruflich zu verbessern. Und selbstverständlich auch materielle Ebene ist ein wichtiger Punkt für Stiere. Also, wie gesagt, die Ruck ist die Venus, die Hörner.
beerdigt, auf dem Boden bleibend. Ja. Wir kommen zu den Zwillingen, die lieben Zwillinge. Ständig Impulse, Tipps und Geschäfte, das sind des Zwillings dynamische Kräfte. Zwillingsfrauen, die schätzen das Flirten, zu Hause, auswärts, in den Schwurken. Also was ich eben bei den Zwillingen beobachten kann, ist das Merkurzeichen, sehr geistig, sehr beflügelt, auch natürlich sehr missbegierig, sind ja auch gerne in wirtschaftlichen Bereichen zu Hause, aber auch gern sind sie im Ehebereich. Der Zwilling ist rhetorisch sehr gut, aber was der Zwilling immer braucht, er braucht immer den Zweiten. Sie tun sich wahnsinnig schwer, wenn sie alleine sind, immer die Suche, doch sich anlehnen zu können. Der Zwilling war das Luft gewesen, braucht er oft so am Boden ständig dazu. Und ich muss aber immer nur sagen, sie sind für mich ja die Schmetterlinge des Tierkreises, weil sie so vielfältig sind. Momentan haben wir so ein bisschen Unruhe bei den Zwillingen, weil der Mars hat sie schon am Tag etwas attackiert. Aber Jupiter kommt ja zu ihnen, das beginnt ab jetzt dem 15. Juni. Ja, und das will ich nicht mehr zu erhalten sein. Und wirklich, das kann ich beobachten. Sie reisen auch sehr gerne. Und was wäre die Welt ohne Zwillinge? Und die Welt würde stehen bleiben. Aber das Luftige schon. Das geistige Luftige. So, das Lassen und Fließen ist willkommen zu Löwen. Ich muss doch den Löwen zitieren. Ich bin ja selbst. Da sind sie. Der König des Tierkreises. Der König des Auf Gipfeln zu wandern, nahe der Sonne, ist der Löwen geborenen. Herrschen, siegen zu unterliegen, zeigt der Stern ihrer Gegenwart. Denn sie sind Früchte der Reife des Jahres, Gold und Macht ist ihnen verwandt. Ja, also der Löwe, wie wir wissen, ist das Sonnenzeichen. Er kommt, er erscheint, er war im roten Teppich. Barack Obama ist ja auch Löwe. Also er hat ja wirklich, er ist da. Man nennt ihn da. So einen Löwen kannst du nicht übersehen. Was sie natürlich schon sind, die Löwen, sie haben schon einen Machtanspruch. Aber sie tun auch viel dafür. Also sie sind sehr fleißige Menschen. Und momentan sind sie auch eher wieder zu den Sonnenkindern, die Aufsteiger. Ich will halt immer sagen, die Gefahr, die man beim Löwen ist, manchmal ist die Selbstüberschätzung. Also wenn dann noch vielleicht der Schütze dazukommt oder der Wassermann, na gut, dann gehen sie gerne über Bord. Und diese Aufsteigen stürzt es wieder ab. Also ist auch immer der Abfluss wieder da. Und das ist immer bei den Löwen, wo man sich ein bisschen von der Realität zurückhalten muss. Aber sie sind absolute Führungspersönlichkeiten, führen gerne, stehen gerne in der Öffentlichkeit, sind auch gerne Menschen. Sind schon die Löwen. Und sie haben das toll gemacht hier. Man kriegt ja fast Angst vor ihnen, wenn der Blick herüber schaut. Gefährlich, gefährlich. Aber für euch passt dann auch wieder. Er hat dann fast gefressen, aber doch, lässt auch ein bisschen Luft zum Atmen. So. Ja, dann haben wir natürlich noch ganz süß die Waage. Die Waage, Sternzeichen, die luftige Sternzeichen. Ich finde, sie sind sehr liebe Menschen, die Waagen. Aber man sagt immer, die ausgeglichene Waage, die harmonische Waage, das stimmt schon. Sie wollen viel Harmonie. Selber sind sie nicht in Harmonie. Diese zwei Waagschalen pendeln ununterbrochen und selten sind sie in der Mitte. Sie sind momentan in einer schwierigen Phase, liebe Wagen halten Sie durch, weil Sie nur Wagen da sind, sind aber dabei, jetzt endlich einmal Ihr Leben zu ändern. Die Waage braucht noch so lange, bis sie wirklich den Mut hat zu sagen, ich will nicht mehr, tu es nicht, sie leiden auch noch, es geht in sich hinein. Ist das Venuszeichen, ich finde immer, dass Menschen mit starker Waagebesetzung auch sehr jugendlich sind. Sind so schöne Menschen, ich muss jetzt wirklich sagen, wenn sie nicht an der Kondisdarreibe reinfallen, die naschen so gern die Waage. Ja? Und da wird es ein Problem. Natürlich sagt man ja auch, sie haben ja auch, das war Brigitte Bardot, war ja die bekannte Waage, diese sexy
Form, das Weibliche, das sieht man schon, dieses Feminine. Aber Sie haben schon einen Charisma, eine Ausstrahlung. Wahre Männer sind ja eigentlich sehr schön. Immer wieder. Also wie gesagt, liebe Wagen, momentan sind Sie aber ein bisschen in Warteposition. Ab Oktober lässt Sie der Saturn. Ich wünsche es Ihnen von Herzen, geht es wieder besser. War anstrengend zur Zeit. Haben auch dann immer mit den Knie zu tun und mit den Gelenken. Dann haben wir immer wieder, weil Sie in der Position vom Winter sind, auch oft immer so Wetterfühligkeit. Also zur Zeit waren Sie nur eine halbe Bankschale. Die zweite kommt jetzt wieder dazu. Ja, haben wir ein gefährliches Skorpion. Naja, geheimnisvoll ist er schon. Man lässt sich nicht damit die Karte. Das haben Sie aber gut gemacht mit dem Blick. Er schaut ernst, er schaut ihn an, er hat ihn im Griff. Also das sieht sich schon, das macht die Kämpfer. Sehr gute Politik, das muss ich auch sagen. Also die Kämpfer stehen, die sind ja geheimnisvolle Skorpione, gute Ärzte, eine mystische, sehr sensitive Art. Sie wissen immer, wo es lang geht, wo sie schneiden müssen. Das weiß das Wort. Das ist besser immer richtig an. Aber ich muss auch sagen, es hat ja alles das Positives, Negatives. Sie können sehr eifersüchtig sein und ein bisschen achsüchtig. Aber also wenn man sie verletzt, dann kommt der Stachel. Absolut zu sagen. Also davor sind sie. Ja, na gut, dann sind wir bei meinen Lieblingssternzeichen, der Schütze. Ja, also ich will natürlich immer sagen, immer mit Pfeil und Bogen unterwegs. Aber sie schießen gerne, aber gerne auch verbal, das muss ich jetzt sagen, nie eine Ausrede verlegen und auch Schützen darf nicht einsperren. Also ich will dann nie die Kette am Schützen anlegen. Schauen Sie immer, Haus der offenen Tür, kommt doch von selber wieder zurück. Wie Sie mal die Kette legen, ausgeschenkt ist auch Schützen. Schütze arbeiten gern selbstständig, haben nicht gern so, sind nicht gern so in der Reihe drinnen, überhaupt nicht gerne. Also sie brauchen diese Luft, das Feuer zu leben, das braucht der Schütze. Sie gehen gern auf Reisen, sie sind gern unterwegs. Immer von Fernweh geplagt, die Schütze. Und ich würde sagen, als Freund, als Liebhaber toll. Als Ehemann, okay. Auch die Schütze zwar, was ich jetzt sagen kann. Auch sie war zwar nicht ganz lange sind. Aber sie ist einmal so. Manche eignen sich mehr, manche weniger. So, gehen wir weiter. Aha, kommen wir hier zum Steinbock. Schön gemacht. Dieser Darm schön gemacht, ich bin ein Steinbock. Und ich finde es so toll, wie sie den Steinbock so hier alleine am Stein festhaltend, fast unbekleidet und alles verloren. Steinböcke sind ja wirklich die Kämpfer. Und bis sie auf der Bergspitze oben sind, da ist immer ein Sturz dabei mit einem Fuß, viele Steine, viele Klüfte sind sie mir rüber hinweggekommen. Im Endeffekt haben sie es noch geschafft. Und mit den Hörnern sind sie dann die Sieger. Aber die stehen gerne alleine oben auf der Spitze. Steinböcke sind dann wieder die Einzelgänger. Sie sind ja individualistische Menschen. Gut informierte Leute. Sie brauchen immer eine wirtschaftliche Sicherheit. Sie sind auch, muss ich sagen, der beständige Partner. Ja, nein, ich bin geschieden, aber sonst sind sie beständig. Ja. Familienbewusste, aber ein bisschen leidende Krebs, nein.
Krebse sind ja immer äußerst empfindlich, nehmen alles sehr persönlich und sind auch schon Familienmenschen und schauen auch immer wieder, ob alles passt. Der Krebs lebt sehr in der Vergangenheit, kann so schnell in der Vergangenheit loslassen. Und wenn wir eine Liebesaffäre gehabt haben, sieht die zurück in die Vergangenheit noch nach 30 Jahren. Also kann ein Stein auch nicht passieren und kann passieren. Das sind immer wieder. Warum kommt meine Jugendliebe wieder und treffe sie? Ja, sie sind aber auch gern Sammler, die Quäntäten Sammler, tut das sehr gerne. Ja, leben sehr gerne, sind gerne im Immobilienbereich, auch gute Geschäftsleute. Immer ein Krebs übernimmt das Erbe von zu Hause. Wenn sie Krebs sind und viele Kinder haben, können sie sicher sagen, der Krebs bleibt daheim. Höre ich immer wieder. Auch wenn sie sich in jungen Jahren oft ins Ausland, sie kehren immer wieder zum Geburtsort zurück. Was sind die fleißigen Menschen? So, haben wir eine vergessen? Und wir haben wir noch? Staatsbeamten-Pensionsanbeter, das muss man lesen können, Jungfrauentypen, edelster Saat. Nicht Casanova, gar nicht romantisch, kriegt sie ein Wenn, nur mit Ächzen in Schwung, auch die Frauen von Jungfrauengeschlechte sind tiefgekühlte, also halten sie sich jung. Wiederbringen. Ja, ein bisschen eine kühle, vorsichtige Romantik von den Frauen. Aber ich muss wieder sagen, da Jungfrauen sind gute Ärzte, sind sehr komisch, die sind aus und gehen sie gerne in sehr medizinische Bereiche. Kann ich beobachten. Sind viel Steuerberater. Also alles, wo es sehr genau geht, wo es auch um Geld geht, das sind schon Jungfrauen, Steinböcke und Stiere. Und wenn man da Fernsehsendung gemacht hat, als er Steuerberater, ich war auch einmal, ja, wenn man besucht, für eine Steuerberatungskanzlei Mitarbeiter, und da hat er nur die paar Stellzeichen besucht. Das war eine heiße Diskussion, die Arbeiterkammer hat immer ordentlich draufgegeben. Aber die sind vielleicht schon die Geduldigen, die stundenlang sitzen können und jetzt Buchhaltung machen, jetzt Frauenkinder, das würde ich wirklich sagen, muss da geboren sein dazu. Also so absurd ist das gar nicht, weil ich finde, du kannst ja nur glücklich sein, was beruflich oder Erfolg hat im richtigen Betrieb ist. Das ist das ja so uninteressant. Ja, ja, jetzt muss ich das eingestehen. Bitte. Ich bin 70% Jungfrau. Ach, darum haben Sie das so ordentlich gepinselt. Das ist ja sehr schön, ich glaube nicht nur ich, sie auch. Aber jetzt der Winter noch. Bitte. Ah, den Winter, na ja. Ja. Bitte kommt durch die Wand, der hat die Schürze im Haus. Er hat die Hörner, er hat die Muskeln. Denn der Winter ist ja auch sehr ein sportliches Sternzeichen. Wird ja von Mars regiert. Sehr ungeduldig. Auch im Typ muss ich sagen, brecht vor. Und ich kann immer beobachten, also die Typen Männer sind absolute Management zu Hause. Sie kämpfen. Sie wollen jeden Tag im Kampf bestehen. Und ich muss immer wieder sagen, Witterfrauen sind natürlich schon auch Frauen, die Zettel in die Hand nehmen. Aber der Mann ist nicht so nach. Also, da geht sicher auch viel schon mal an. Bei der Witterfrauen. Wollen haben wir ja bitte nur lesen. Schauen wir mal, was da geschrieben ist. Die ganze Welt im Frühlingskleid schlägt aus und sprüht und es ist Zeit. Der Widder stößt, der Widder drängt ideenvoll, eilt weit voraus und stößt sich müd
nach dem Idol, das ihn durchblüht. Ja, also er und nur er muss immer führen, die Folgen, die sollen die anderen spüren. Die Widderin gleich dem Monat April, bald sonnig, bald kühl, wie das Wetter es will. Den Ton gibt sie an, zu jeglicher Frist, wehe dem Mann, der ein Waschlapp. Keine Chance, keine Chance. Zwei Meter. Zwei Meter. Die müssen so sein. Nein. Ja, aber noch der Briefschreibung. Aber ich muss es sagen, jetzt hat sich die Winter bei den Mann abgestoßen. Hat sein müssen. Der Saturn hat denen jetzt einmal Grenzen gesetzt. Das ist aber nicht so lustig, da ging gar nicht. Aber sonst sind sie sehr freundlich, der ist ein Stern. Und Sportler. Viele Sportler sind auf jeden Winter, weil sie so viel Kraft und Energie haben. Und ich höre immer bei den Wintern, wenn sie im Stress sind und am Abend nach Hause kommen, die müssen nochmal ihre Runden drehen, damit sie runterkommen. Damit sie wirklich, das stimmt, diese Energie abgeben können. Aber wie gesagt, sind interessante Sternzeichen, mit dem Wölfen und Wassermann geht oder mit dem Schützen, aber die anderen werden eher auf der Strecke, wird schon schwierig. Ja, man muss immer das Richtige treffen. Es ist einmal so. Aber einmal oben, einmal unten. Es war Witter, Krebs, Waage, waren jetzt ein bisschen nach unten und der Steinbock. Es geht schon wieder auf. Ja. Also wie gesagt, da muss man beginnt sich alles. Ja, liebe Frau Lander, ich danke vielmals, danke auch für Ihr Kommen und es war wirklich eine ganz feine, besondere Sternstunde für mich heute. Vielen, vielen Dank und ich wünsche weiter so viel Erfolg. Sehr geehrte Frau Lanner, liebe Künstlerin, sehr geehrter Herr Geschäftsführer Frau Rogers, ich darf auch besonders die Eltern der Künstlerin begrüßen. Schön, dass auch Sie gekommen sind. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Man hat es schon gemerkt, auch an der Interaktivität, darf ich sagen, die hier gerade stattgefunden hat, dass es sich hier um eine Ausstellung der besonderen Art handelt. Und ich freue mich daher sehr herzlich, auch ein paar Worte noch über Sie als Künstlerin sagen zu dürfen, dass was Sie als Ihren Lebensweg auch auszeichnet. Über die Kunstwerke selber brauche ich, wie ich gerade gemerkt habe, nicht allzu viel zu sagen. Ich glaube, da ist schon sehr viel gesagt worden, auch an Hintergründigem, auch an dem einen oder anderen Beziehungstipp, den man sich auch mitnehmen kann, offensichtlich, oder dem, was das Leben eben selbst ausmacht. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter, springender Punkt bei diesen Kunstwerken und das, worum es Ihnen auch geht, nämlich die Menschen zu berühren und mitzunehmen. Kunst nicht nur um der Kunst willen zu machen, sondern darüber hinaus zu gehen. Die Bilder regen an. Sie regen die Fantasie an. Die Themen regen auch zur Diskussion an. Und man hat schon gesehen, wie viel hier stattfindet, auch an Kommunikation, an Interaktion, auch zwischen den Menschen, die hier sind, auch und gerade aufgrund dieser Bilder. Sie führen uns in eine Welt der Fantasie, in einer Welt der Symbolik und eine Welt auch der Farben. Und ich darf von Ihrem Werdegang sagen, dass Sie ja schon immer auch einen Hang hatten ins Künstlerische und Kulturelle, schon von Kindesbeinen an, auch in der Volksschule, wo Sie einen Lehrer sehr stark geprägt hat, in diese Richtung gebracht hat, wo Sie damals schon Gedichte vortragen durften vor Hunderten, Jahrtausenden Menschen. Das heißt, hier auch keine Scheu, wenn ich so sagen darf, vor Publikum, und wo es Sie dann ein bisschen in ihrem Leben in eine andere Richtung verschlagen hat, weil, wie das halt oft so üblich ist, man muss einen Beruf lernen quasi, und mit 14 haben sie dann eine kaufmännische Ausbildung begonnen. Aber dann, und Sie haben es schon erwähnt, haben Sie das große Glück gehabt, bei der Chorvereinigung Jung Wien beginnen zu dürfen, eine Ausbildung im Gesanglichen erhalten zu können und mehr noch. Nicht nur Österreich, sondern die ganze Welt, wenn ich so sagen darf, kennenzulernen, auf den diversen Touren und den diversen Veranstaltungen, die sie eben geleistet haben und absolviert haben und so wahnsinnig viel mitnehmen konnten an Eindrücken, an anderen Einflüssen,
an Fantasie und dass, ich darf sagen, vielleicht auch wie ein Schwamm aufgesogen haben und dann nicht gleich, aber doch mit der Zeit auch hervorgebracht haben. Und es war dann 1996 ein gewisses Schlüsseljahr, als Sie begonnen haben, das zu tun, wo Sie sich auch immer vielleicht ein bisschen berufen gefühlt haben, nämlich hineinzugehen in die Malerei. Und so sehen wir heute nicht nur diesen Zyklus der Sternzeichenwelten, sondern hier, es wurde bereits auch erwähnt, ein paar andere Arbeiten, wo man auch etwas von ihrer Entwicklung sieht, der künstlerischen Entwicklung, nämlich die Beschäftigung mit den Farben, zuerst auch in ganz abstrakter Form, wo es einfach darum geht zu sagen, wie ist denn das Zusammenspiel der Farben, wie ist das Zusammenspiel mit der einen oder anderen Form, welche Fantasie, welche Emotion vor allem auch erregt das in den Augen des Betrachters, denn die Augen, so sagt man ja, sind die Türen zur Seele und damit ist natürlich die Malerei etwas, das hier einen sehr schönen Zugang auch bildet. Aber das, was diesen Zyklus hier auszeichnet, ist, dass es eben eine figürliche Darstellungsform ist über die verschiedenen Sternzeichenwelten. Und ich glaube, das sagt auch schon sehr viel aus über die Bilder, nicht nur Sternzeichen, sondern Sternzeichenwelten. Es entführt einen in eine neue, in eine andere, vielleicht auch fantastische Welt. Und wenn man sich die einzelnen Bilder anschaut, auch beim Wassermann, das sind Wind und Wellen, die man sieht. Da ist Bewegung, da ist Leben. Da ist wahnsinnig viel an dem, was wir auch selber für uns mitnehmen und interpretieren können. Und Sie haben mir das ja auch geschildert, wie diese Bilder entstehen. Sie haben gesagt, aus dem Bauch heraus. Nicht so sehr das Gedankliche, sondern das Emotionale und vor allem auch das Spontane. Und es ist nicht so, dass man jetzt sagt, Sie können diese Bilder tatsächlich planen, wie Sie es sonst ja auch bei Ausstellungen sehr akribisch machen, sondern das ist vielleicht ein bisschen dann die zweite, die andere Hälfte in Ihnen, das Künstlerische, wo es wachsen muss, aus dem Bauch heraus, wo Ideen entstehen. Und so auch bei diesem Zyklus, Sie haben es erwähnt, zum 50er Ihres Bruders entstand das erste Bild mit dem Wassermann im Jahr 2006 und jetzt im Jänner ist erst das letzte Bild fertiggestellt worden. Das heißt, es sind schon ein paar Lebensjahre, die auch in diesen Bildern drinnen stecken und man sieht auch, wie wichtig es ist, den Entwicklungen und den Bildern auch Zeit zu geben, bis sie reifen, bis sie so hier und heute auch uns zugänglich sind und wir sie auch in dieser Form betrachten können. Über die einzelnen Bilder ist schon sehr viel gesagt worden und ich glaube, in einer sehr spannenden Form, wo wir uns alle und ich mich zumindest auch sehr stark mit einbezogen gefühlt habe, habe auch selber den einen oder anderen Tipp mitgenommen. Meine bessere Hälfte ist Löwe. Also ich werde schauen, was das dann für meine Beziehung auch vom Umgang her bedeutet. Ich darf mich jedenfalls sehr herzlich auch für die Einladung bedanken und wünsche uns allen eines, was Sie gesagt haben, was das größte Lob auch für Sie ist, nämlich, dass die Bilder die Herzen der Betrachter berühren. Dass es nicht nur beim Betrachten bleibt, sondern darüber hinaus jeder auch eine Emotion mitnimmt, vielleicht auch eine Erinnerung, wenn er die Bilder nicht mit nach Hause mitnimmt, aber etwas, das auf alle Fälle auch bleibt, etwas, das ein bisschen mehr ist von dem, wie man hier vielleicht hereingekommen ist. Und das wünsche ich uns allen hier heute an diesem Abend und darf daher diese Ausstellung offiziell auch für eröffnet erklären und wünsche uns allen noch einen schönen, einen anregenden Abend. Herzlichen Dank. Dafür, dass Sie mir heute Ihre Zeit als Geschenk mitgebracht haben. Ich weiß, man sagt es öfters, dass Sie mir Ihre Zeit als Geschenk mitgebracht haben, aber es ist wirklich so gemeint und von Herzen sage ich Dankeschön. Ja? Ich möchte noch einige Personen erwähnen, die mir sehr behilflich waren. Entschuldigung, ich finde den Zettel nicht im Augenblick. Ganz herzlich möchte ich mich dem Herrn Vorstandsdirektor Beischuh
danke sehr freundliche Aufnahme hier im Hause. Er ist mir so toll entgegengekommen, dass ich eigentlich sehr verblüfft war, als ich ins Haus kam und ihn fragte, ob er mich hier aufsehen lässt. Und er hat sofort ja geantwortet. Er kannte mich und er kannte meine Kinder nicht. Dafür herzlichen Dank. Haben auf meine Anfrage sofort zugesagt, ja, ich halte die Lobation. Herzlich danken möchte ich auch der Frau Magister Anna Schneeweiß. Sie unterstützt mich in allen Belangen. Ich weiß, ich bin schwierig, Verzeihung, aber danke dafür, dass Sie so gut mit mir zusammenarbeiten. Und dasselbe gilt Herrn Magister Georg Donkli, herzlichen Dank für die kooperative Zusammenarbeit. Etwas ganz Wichtiges und Besonderes. Ich möchte mich bei meiner Tochter bedanken für die Erstellung der Pressemappen. Liebe Romy, danke. Für die Erstellung der Einladungen, für deine Hilfe in vielen Belangen. Herzlichen Dank. Danke meinem Sohn, danke liebe Familie, liebe Eltern, besonders mein Bruder, alle, Philipp, wo bist du, alle herzlichen Dank. Für eure Unterstützung, für eure Hilfe und für euer Verständnis. Ihr kommt mir immer mit Verständnis. Ich weiß, ich bin schwierig, ich verlange immer Zeit. Ihr habt keine Zeit, ich kann nicht kommen. Sie haben das größte Verständnis dafür. Herzlichen Dank.